Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog im Kanal und ja, ich drehe jetzt die letzten Videos, bevor ich mal im Urlaub war. Ich habe schon so viel erledigt, also ich bin echt gut in der Zeit. Ich muss nur noch einige Videos schneiden und dann habe ich eigentlich, dann muss ich meinen Koffer noch packen und dann bin ich ready to fly. Ja, gerade eben kam die Pink Box August und ja, wir gucken da jetzt einfach mal zusammen. Mac. Tue den Karton unten hin für meinen Kater. Der liegt gerade so süß. Kurz mal runter. Der liegt so süß da. Mein Gott, ist das süß. Er liegt gerade echt süß da. Schau, wie er da liegt. Voll süß. Ja. Ich bin hier ein bisschen beeilt, weil meine Freundin gleich kommt. Die Karte kommt gleich und wir gehen Eis essen. Und dann muss ich später meinen Freund von der Arbeit abholen und er repariert dann sein Motorrad. Ich muss meine Videos schneiden und dann habe ich es auch endlich alles. Und ich muss dann, wenn er weg ist, weiter Videos schneiden. Also wirklich viel zu tun noch. Aber ja, die Zeitschrift im August war die Maxi und das ist die September-Ausgabe. Ich finde die eigentlich ganz okay, mal zum Durchblättern, aber irgendwie finde ich es nicht so gut. Meine Zeitschrift, also meine Meinung. Ja, die Pinkbox schaut diesmal ganz normal aus und ich mache sie mal auf. So, dann noch die Karte. Genau, das erste Produkt, was ich hier sehe, ist ein Cognac Körperpflege Schwamm Sensitive. Und das ist eine Originalgröße. Kostet 2,95 €. Also, ja, das soll man angeblich aufweichen und damit dann Körperpflege machen. Genau, es ist einfach so ein Schwamm. Der soll ganz gut sein für die Haut. Kann man mal testen, aber bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir hier noch zwei Produkte. Und Jungs, alle mal weghören, das sind wirklich Mädelssachen. Ja, und zwar einmal Binden und Tampons für die Tage. Finde ich auch nicht schlecht. Ich meine, kann man immer als Mädchen gebrauchen, also wirklich immer. Ich schaue gerade mal, ob die ein bestimmtes Design haben. Sind halt ganz normale pinke Dinger und das finde ich echt nicht schlecht als Ersatz oder so mal mitzunehmen zum in die Arbeit oder so, da hat man immer Ersatz, finde ich echt nicht schlecht und die kann man halt auch immer auffüllen. Ja, die kosten 3,50 € beide zusammen, ganz teuer. aber die sind von Peach World, also Peach Young. Dann habe ich hier noch von Lufos eine Hydro-Maske. Ich glaube, die habe ich schon mal bekommen. Ein oder zwei Mal, ich bin mir nicht sicher. Ist auch eine Originalgröße und kostet 1,49 €. Ja, also ich habe die noch nicht getestet, deswegen kann ich auch noch gar nichts sagen. Weil ich gerade in meine Haut erstmal wieder reinbringen muss, weil ich habe so viele Pickel. Aber ja, ich bin gerade auch am Produkte aufbauen, immer im Regal, um ein bisschen Platz zu schaffen. Ich bin froh, dass es nicht so viele sind, sondern dass ich viele in meine Pinkboxen, in meine Test-Pinkboxen reintun kann. Da sammle ich alle Produktteste und brauche dann immer mal wieder was auf. Dann kommen wir zu Glove Hydro Derma. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Quick Treat. Innovative Microfibers. Remove Make-up only with water. Also das hier soll angeblich ganz intensiv Make-up entfernen und das kann man mit Wasser einfach benutzen. Das soll irgendwie so ein Schwämmchen sein und das kostet 3,99 € pro Stück. Das ist jetzt ein Stück, das finde ich schon echt teuer, aber man kann es mal testen. Und das letzte Produkt, und das sehe ich schon auf der Karte, und das ist, glaube ich, der Burner schlechthin. Und zwar ist das von Chorus, der Guava Lipstick in der Farbe 13. Der kostet 18,90 €. Und sorry, ich habe mein Fenster offen. Das ist so warm.
Ist es nicht die Marke von Miranda Care? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Aber die Farbe. Also es riecht schon mal wie ein ganz normales Make-up-Produkt und die Farbe ist auch echt schön. Das muss man schon echt sagen. Das ist halt so eher so ein Nude-Ton. Riecht echt schön. Und ich liebe ja alle Stifte. Die werde ich dann irgendwann in meinem Make-up-Looks mal testen. So wie die meisten Make-up-Produkte. Ja, was haben wir denn da noch drin? Ah, wir haben eine Leseprobe drin. Und zwar von Colleen Hoover, Zurück ins Leben geliebt. Werde ich gerne mal lesen. Da runtergefallen. Was haben wir denn hier noch alles von Glow? Ist noch ein Prospekt drin. 20 Euro Gutschein von HelloFresh. Und Premium Shopping und wieder Gutscheine. Und was haben wir hier? Oh, Lymphos. Und ein Prospekt von Lymphos. Ja, aber die war es auch schon mit der Pinkbox. Ich finde sie ganz okay. Also, ja, also ich bin jetzt mit manchen Produkten ganz so zufrieden, wie zum Beispiel Tampons und Binden in der Beautybox. Oder dieses Naturschwämmchen. Nicht so mein Fall, aber die anderen drei Produkte, okay, sind ganz in Ordnung. Deswegen finde ich die Pinkbox eigentlich ganz okay. Also ja, klar, man kann nicht immer alles haben, was man sich wünscht und deswegen sollte man das auch akzeptieren. Aber ja, ich finde es ganz okay. Für 14,95 rechne ich gleich noch alles zusammen. Hier ist die Seite. Also die Pinkbox hat einen Wert von 32,83 € für 14,95 € im Monat. Finde ich das schon echt gut. Das ist mehr als die Hälfte. Und ja, wenn ihr mal so ein Video sehen wollt, wo ich so Pinkbox-Produkte review und euch so mal erkläre, was hinter der Pinkbox steckt, beziehungsweise auch hinter der Website, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann stelle ich euch mal Pinkbox genauer vor, wie das funktioniert. Und ja, eigentlich war es das jetzt auch mit meinem Video, aber ich wollte noch zwei Dinge mit euch quatschen. Und zwar, einmal war das, ich habe letzten Freitag auf YouNow ein Live-Chat gemacht und ich war ziemlich traurig darüber, dass irgendwie niemand eingeschalten hat, obwohl ihr das alle eigentlich irgendwie angefragt habt. Ich hatte überall meine Links stehen, auch auf YouTube, in meinem letzten Video unten in der Infobox, wie ich das gesagt habe. Und ja, ich fand es irgendwie ein bisschen enttäuschend und habe dann auch nach einer halben Stunde abgebrochen, nachdem mir eigentlich gar keiner zugeguckt hat, weil ich mir halt dachte, warum sollte ich mit mir selber quatschen? Und ja, das fand ich halt ziemlich enttäuschend. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob ich nochmal sowas machen soll oder nicht. Also ich bin jetzt so ein bisschen schlüssig. Ich werde mir das auf jeden Fall im Urlaub und so mal durchgehen lassen. Aber ja, ich fand es schade einfach. Dann schaue ich jetzt zur Zeit Daily MNT, also von Maren und Tobi, die V-Vlogs, glaube ich heißen die, auf jeden Fall die Vlogs, und irgendwie motiviert es mich auch irgendwie so zu vloggen. Und das Problem ist halt, wenn ich halt arbeite, mache ich halt oft abends nichts mehr, sondern bin halt eher so, ich schaue jetzt einfach einen Film oder ich lege mich schlafen, ich bin so müde. Aber Wochenvlogs, ich weiß auch nicht, ob das so spannend ist, weil wenn ich mal am Wochenende daheim bin, ist es halt auch nicht so spannend. Aber ich dachte mir vielleicht so als Idee, so vielleicht so ein Monatsvlog, wo ich euch halt immer mitnehme, wenn es so irgendwas Spannendes gibt. Wie zum Beispiel halt am Wochenende oder unter der Woche, wenn ich irgendwas Spannendes mache. Und dann ist halt am Ende des Monats einfach mal hochlad. Wie würdet ihr das finden? Weil fährt ihr so ein bisschen von meinem Leben oder würdet ihr so Wochenvlogs gucken, wenn ich echt die ganze Zeit daheim bin, Videos schneide,
Filme gucke, Serien gucke und am Wochenende irgendwas unternehmen. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, weil ich glaube, Vloggen wäre schon was für mich. Also ich würde es mir schon zutrauen. Weil ich meine, ich vlogge jetzt auch immer mehr, also ich snapchatte jetzt auch immer mehr auf der Straße. Also es stört mich jetzt nicht mehr, dass Leute mich irgendwie blöd angucken. Ja, also mich würde es echt interessieren und ich würde mich mega freuen, wenn ihr das einfach mal gucken würdet. Also schreibt mir gerne euer Feedback darüber in die Kommentare. Ich werde sie auch immer im Urlaub lesen. Ich werde sie leider nicht beantworten können, da wir nicht ganz so gutes WLAN wahrscheinlich haben werden. Und ich keinen Laptop mitnehmen. Ich werde halt nur mit meinem Handy gucken. Aber ich werde eure Kommentare definitiv lesen und dann im Urlaub entscheiden, wie ich die Vlogs mache. Also was ihr halt wollt, ob ihr die Wochenvlogs gucken würdet oder so einen Monatsvlog. Da würde ich euch halt auch mitnehmen, wie ich meinen Schrank ausmiste oder wenn ich mich mit Freunden treffe oder neue Make-up-Produkte ausprobiere oder neue Beauty-Produkte ausprobiere oder halt vielleicht, wenn ich was mit meinem Freund unternehme, dass ich halt dann euch irgendwie mitnehme, aber ihm halt auch nicht zeige, weil er möchte ja nicht gezeigt werden. So Sachen halt einfach, allgemein, euch so ein bisschen in meinem Leben mitnehmen, weil ich meine, am Wochenende mache ich schon echt viel, also da passiert schon echt viel und YouTube bringe ich da auch irgendwie unter den Hut und meine Freunde sind immer ziemlich beeindruckt, wie ich das alles unter den Hut kriege, weil ich halt echt schon echt viel geplant habe. Ich meine, jetzt die letzten Tage dauern Videos drehen, Videos schneiden, Zimmer putzen, Motorrad reparieren und so weiter und so fort, also ich habe schon echt die letzten zwei Tage wirklich viel gemacht. Aber ja, ich will euch jetzt auch nicht mehr aufhalten. Ich wünsche euch ansonsten noch ein schönes restliches Wochenende und einen schönen Start in die neue Woche. Und am Freitag bin ich übrigens abends wieder aus Mallorca wieder da. Das heißt, es gibt dann die Woche drauf, ab dem 29. mein Comedy-Video, mein Girls-Time-Video. Und ja, und dann irgendwann kommt da auch mein Tauschpaket-Video online. Es wird nämlich kommen, während ich im Urlaub bin. Also ja, dürft ihr euch drauf freuen. Aber bevor ich jetzt die Kamera ausmache, ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und einen schönen Start in die neue Woche. Und wir sehen uns dann am Mittwoch zu einem neuen Video. Tschüss!